Wir haben uns bisher fast nur mit dem Befüllen von Daten und Datenfeldern beschäftigt. Jetzt möchte ich euch auch Kontrollstrukturen vorstellen und damit zwingend verbunden ist auch die Aussagenlogik. Kontrollstrukturen für uns sind dafür da, im Programm einen Ablauf zu kreieren. Und in den Kontrollstrukturen unterscheidet man zwischen den Schleifen und den Verzweigungen. Was beide Kontrollstrukturen gemeinsam haben, ist, sie verlangen einen boolischen Ausdruck, also ein etwas, das ihnen sagt, wahr oder falsch. Und dafür verwenden wir immer einen Vergleich. Also beide haben immer quasi einen Vergleich. Und dann können Sie sagen, entweder, wenn der Vergleich, wenn diese Sache ja wahr ist, macht das, wenn nicht, macht das. In einer Schleife heißt es quasi dann nur, solange das wahr ist, macht das und dann hör damit auf. Im Gegenteil zu einer Verzweigung. Eine Verzweigung wird genau einmal durchlaufen, während eine Schleife mehrmals durchläuft, bis hin zu unendlich. Also eine Verzweigung kann niemals in einer Endlosschleife enden, was in einer Schleife durchaus vorkommen kann und zu vermeiden gilt. Ist nicht sinnvoll. So, die Aussagenlogik, für die sollte man die Operatoren kennen. Wenn ich etwas nachschauen möchte, wenn ich ihm zum Beispiel sage, unsere Zahl a ist gleich 0 und ich möchte jetzt quasi einen Vergleich machen, ob diese Zahl a 0 ist, sage ich nicht ist gleich 0, sondern ist gleich 0. Das ist dann der sogenannte Vergleichsoperator. Einige der Operatoren hatte ich euch bereits vorgestellt, werde ich jetzt trotzdem wiederholen. Ich kann auch sagen, a ist ungleich 0, dann würde ich ein Ausrufezeichen ist gleich verwenden. Darüber hinaus gibt es natürlich das klassische größer oder kleiner gleich. Sowie kleiner gleich. Angenommen, wir hätten jetzt hier eine zweite Variable. Lassen wir die auch 0 sein. Dann könnten wir jetzt auch eine Verknüpfung einfügen, indem wir sagen a und b gleich 0. Und das ist das logisch bedingte und, wenn ich mich nicht ganz täusche, es gibt auch das nicht bedingte und, aber den Unterschied erkläre ich euch ein andermal. Und wenn ich ihn auch nachgeschaut habe. Und das hat was damit zu tun, wie sie ablaufen. Bei dem einen Bedingten arbeitet der Compiler irgendwie anders und es wird nur eine Aussage. Sobald er weiß, dass es wahr ist, macht es und beim anderen werden, glaube ich, beide überprüft. Fürs Erste sollte das reichen, dass das das logische und ist. Und dann gibt es auch das logische oder. Und das Zeichen müsst ihr vielleicht erstmal suchen. Das ist dort, wo das kleiner und das größer Gleichzeichen ist mit alt groß zusammen. Das ist das logische oder. Soweit, so gut. Außerdem möchte ich noch kurz zur Aussagenlogik erwähnen. Aussagenlogik kann man auch weitere, man kann logische Ausdrücke auch miteinander multiplizieren oder addieren.
Und dabei ist dann eigentlich, gilt dasselbe. Also ein logisches Und kann auch einem Mal entsprechen. Weil 0 mal 1 ist immer 0. Sprich, wenn jetzt diese Bedingung wahr und falsch wäre, dabei würde man falsch gleich 0 sagen und wahr gleich 1. Wäre 1 plus 0 wäre immer 1, das wäre dann das Oder. Also daher quasi, das ist ein Mal und das ist ein Plus, aber das hier geht nicht. Das ist kein logischer Ausdruck in der Programmiersprache. So, das war es jetzt der Teil zur Aussagenlogik. Jetzt geht es noch um die verschiedenen Kontrollstrukturen. Und da tut ihr euch selbst einen Gefallen, wenn ihr diese Schlüsselwörter, die man auch nur für diesen Zweck verwenden darf in der Programmiersprache, die sind, wie gesagt, wie der Begriff Schlüsselwort schon sagt, reserviert für diese Anweisungen, gibt es bei den Verzweigungen. So, schreiben wir mal eben aus. Bei den Verzweigungen haben wir die If-Verzweigung. Dann die If. Also hier würde immer die Code-Anweisung folgen. Und hier wäre die Bedingung. Bei der If-Else-Verzweigung wäre es nicht nötig, danach hier einen Ausdruck zu verwenden, denn in jedem der Fälle, in dem die erste Bedingung nicht wahr ist, möchten wir das dann ausführen. Ist das anders, kann man eine If-Else-Verzweigung Anweisung Else-If-Bedingung Anweisungs Schleife verwenden und anschließend kann man auch noch dann einen Else-Fall anhängen. Hier spricht man von einer dreifachen Verzweigung und das war es dann eigentlich für die If-Verzweigungen. Dann gibt es außerdem darüber hinaus noch die Switch-Verzweigung. Bei der gibt es einen. Die hat jetzt keine selbstgeschriebene Bedingung, aber sie funktioniert mit einer Bedingung. Wir sagen hier, wir übergeben ihr eine Variable. Und dann gibt es einen Case, in dem ist die Variable zum Beispiel 0. Und dann kommt hier die Anweisung. Und in einer, die formatiere ich jetzt mal eben, so wie sie sein sollte. Da gehört außerdem ein Anweisungsblock drumherum. Da würde jetzt die Anweisung folgen. Und jeder Case würde mit einem Break beendet werden. Gibt es halt noch einen Case weiteren. Und was eine Switch-Anweisung außerdem verlangt, ist ein Default-Case. Für jeden Fall, in dem einer ihrer Fälle nicht wahr wird. Und in der würde dann mindestens ein Break verlangt sein. Also ein Break muss auf jeden Fall immer dabei sein.